Jo! Hallo! Danke. Herzlich willkommen! Was machen wir da? Wer sind wir überhaupt? Was machen wir da? Sag mal, was soll ich? Ich glaube, wir schauen heute nach der Bienenvölker im Dahner Tal. Oi. Ja, wer sind jetzt da? Ja, ich mache mal. Sollen wir mal lüften? Ja, entmaskieren uns. Mach den hier auf. Oh Gott, ne! Jetzt mache ich noch einmal. Herzlich willkommen, Schorschenzeine, wildromantische Pfalz. Und Pascal ist bei mir, da freue ich mich ganz euch. Und wir sind im Bruchweiler Bärenbach. Und das, was ich eben anhebe, das, was der Pascal anhebt, das sind, wie nennt man das? Das sind jetzt Imkerschutzanzüge. Imkerschutz anziehe ich, weil hinter uns sind Bienenvölker. Und heute will ich euch ein bisschen was erzählen, besser gesagt, der Pascal, das ist der Imker, über Bienen. Denn wir sind mitten im Pelzerwald, im Bruchweiler Bärenbach. Da müssen wir mal herfahren. Gucken mal da außen rum, was das für eine tolle Gegend ist. Und der Felsen da hinten, wo so ein bisschen breit ist, ist der Napoleonsfelsen. Gell, Napoleonsfelsen. Ja, weil Napoleon hat ja immer so einen Querhut aufgehabt. Und wenn man sich den Felsen richtig anguckt, dann sieht er aus wie der Querhut vom Napoleon. Deswegen ist das so. Ja, Biene. Bevor wir runtergehen. Da unten stehen ist ein Bienenvölker. Ich habe so ein Anzug an, weil ich möchte nicht unbedingt gestochen werden. Stechen die, wenn ich da jetzt runtergehe? Wir machen heute Rauch, da beruhigt man die Bienen ein bisschen und dann hoffen wir, dass wir stichfrei heute Abend unser Glas Rotwein trinken können. Ja, super. Pascal, hopp, du kommst. Hier hast du gar keine Schmidt, hier hast du gar keine Schachtelbein. Ja, hier hast du gar nicht, da gehen wir zu den Bienen. Aber ich glaube, du kriegst keinen Anzug an, du gehst jetzt lieber ins Auto, weil nicht, dass da noch irgendetwas passiert, weil die hat ein bisschen Angst vor Bienen. So, wir sind jetzt vor den Bienen. Da sieht man, die Bienen, die schwärmen aus, wie man so schön sagt. Also ich bin kein Imker, aber Pascal ist Imker und deswegen kann er mir mehr erklären. Nur habe ich ein bisschen gelesen über die Historie von Bienen. Bienen sind natürlich schon uralt. Die älteste Biene, die man gefunden hat, ist eine Biene in Bernstein, die ist 90 Millionen Jahre alt. Also die rennt nicht mehr durch die Gegend, ne? Die bleibt da drin. Aber da sieht man, dass damals es schon Bienen gegeben hat. Die Ägypter haben sehr viel mit Bienen gemacht. Grundsätzlich im Altertum hat man viel mit Bienen gemacht. Biene oder der Honig war immer so der Nektar der Götter. Das war immer ganz was Besonderes. Und man weiß ja auch, dass Honig in sich wahnsinnig gesund ist, hat entzündungshemmende Werte, ja? Hilft einfach dem Körper nach vorne zu bringen. Und das Schönste, was ich gelesen habe, Aristoteles und Hippokrates, die haben sogar Honig genommen, um in der Olympiade die Sportler nach vorne zu treiben. Also das ist das erste Dopingmittel, was bekannt wurde, war Honig. Und heute gibt es natürlich ja auch immer noch viel Honig nach viel Imker. Und es gibt wahnsinnig viel Imker in Deutschland, das sollte man gar nicht meinen. Ich habe gedacht, warum gibt es so viel Imker? Man hat zwischen 80.000, mit Sicherheit gibt es sogar mehr, es gibt widersprüchliche Zahlen, mit ungefähr 1 Million Bienenstück, also Bienenvölker. Und warum gibt es so viel? Ganz einfach, wir waren ja auch keltisch gewesen und die Kelten haben ja Met getrunken. Die haben ja nicht immer nur Woi gehabt und Bier gehabt, sondern Met gehabt. Und Met war natürlich auch immer so ein Getränk der Götter. Deswegen hat man auch viel mit Honig zusammengearbeitet und hat als Honig dann quasi einen Honigwein gemacht. Ne? Das ist auch was Gutes. Ja, jetzt natürlich, ich muss sagen, ich gucke mir mal die Biene an. Aber ich glaube, da tue ich mich wieder zumachen. Ich habe doch ein bisschen Respekt vor denen. So, kann ich die jetzt einfach so aufmachen? Da? Oh, stopp. Zuerst machen wir Rauch. Ah, okay. Das beruhigt unsere Biene. Dann sind die ein bisschen friedlicher. Okay. Weil wir Rauch reinmachen, denken die Biene, der Stock brennt. Okay. Wenn der Stock brennt, machen sie ihr Honigmarke voll und machen sich fluchtbereit. Okay. Und wenn der Honigmarke voll ist, sind die träge und wir können ganz ruhig daran arbeiten. Oh, dann machen. Die Biene sind entspannt. Dann machen wir. Pascal zieht jetzt ein Stück von einem Eierkarton an. Und da drin, in dem Rauchgefäß, ich weiß auch nicht, wie man das nennt, hat er getrickelte Lavendel. Also Lavendel riecht ja immer gut und er sagt, das beruhigt die Biene. Jetzt können wir da auch gleich ein bisschen blasen. Okay, ein Blasebalg dabei. Also schon eine raffinierte Geschichte. Uns gemalt. Uns riecht noch Lavendel. Oh, ja, super. So, aber jetzt kann ich aufmachen. Jetzt kann ich aufmachen, Schorsch. Nun mal den Stein weg. Und hier passiert mir nichts. Jetzt kannst du den Deckel aufmachen, da passiert noch nichts, kommt noch ein Innendeckel. Ah, da kommt noch ein Innendeckel, okay.
Deshalb mache ich die Folie runter. Ich mache es ganz langsam runter. Ich mache ein bisschen Rauch. Quasi anklopfen, dass wir jetzt kommen. Bei uns klingelt ja auch einer daheim. Das ist spaßig. So, vorsichtig runter, dass ich sie hier nicht verschrecke. Das geht immer ein bisschen schwer. Die Bienen machen immer alles dicht mit diesem Propolis. Ja. Das Propolis wäre auch, wenn wir heute gestochen werden, wäre das auch das Heilmittel dagegen. Ja, Entzündungshemmend. Ich habe eine Flasche dabei. Mhm. Die Bienen sammeln Baumharze, was jetzt hier weil am Rand dran ist. Und damit machen die Bienen, haben ja früher im hohlen Baum gelebt, damit machen die ja ihr Völker dicht. Und gut. Das Mittel kann man auch ernten, ist auch ein schönes Bienenprodukt. Auch ein Heilprodukt. Schauen wir mal. Ja, das ist schon fest, ne? Passiert nichts. Guck mal, dann sitzt man den Honigraum ab. Ach Gott, schau an. Das sind jetzt halt alles Bienen. Und wie viel sind jetzt halt ungefähr in so einem Stock drin, in so einem Bienenstock? In dem Stock im Moment können wir mit 50.000 Bienen rechnen. 50.000 Bienen? Und was man jetzt hier sieht, das sind alles Frauen, das sind alles Arbeiterinnen. Die Männer kennen wir auch gleich. Die Mädels schaffen. Und die Buvels, die schaffen nichts, oder was? Die Buben arbeiten nichts, die sind tatsächlich nur für die Begattung von der Königin verantwortlich. Ach Gott, die haben nur Spaß und das ist alles? Ja, die haben nur Spaß bis Mitte Juni. Da fliegen sie aus dem Stock, weil das sind alle Königinnen begattet. Ja. Da braucht es voll keine Männer mehr. Und dann? Da verhungern sie dann fliegen vor dem Stock. Wieso verhungern die? Die kommen nicht mehr rein, die kommen nicht mehr ans Futter und verhungern vom Stock. Das heißt, die Mädels lassen sie nicht mehr neu? Die lassen sie nicht mehr rein, genau. Doch eine guten Buh zu soll. Oh, da war ihr werden ja mal in der Hand. So. Die erste ist noch relativ unspannend. Die stellen wir gerade auf die Seite, da passiert nichts. Und jetzt können wir in dem Bienenvolk können wir eigentlich blättern wie in einem Buch. Da sind viel. Guck mal, das ist alles voll. Ah, da sind jetzt auch. Guck mal, da heben sie noch mehr. Wenn ich mutig bin, würde ich dir auch in die Hand geben. Das glaube ich nicht, dass ich mutig bin. Aber ob ich, wenn du sagst, ich verlasse mich auf dich. Schau, oh, ich habe Bienen. Und so viele. Kann man auch mal schauen, ob es hier schon Honig gibt. Weil ich habe ganz brave Bienen. Guck mal. Die berührt. Pascal hängt auf die Biene. Also, das darf dich auch trauen. Nee, das mache ich ganz nicht. Warm. Also, das mache ich jetzt auch nicht. Ah doch, das mache ich auch. Schau, und hier sind das Ganze, was glänzt. Nicht, das ist der frische Honig von den letzten Tagen. Nicht verschrecken, Das ist jetzt schon Honig. Hier ist der Honig drin also, den letzten Tagen. Ihr könnt jetzt mit dem Finger rangehen. Ich habe ja gelesen und du sagst mir das auch. Das stimmt, dass eine Biene ungefähr 50 Tage alt wird. Mhm, ungefähr. Und dass sie ungefähr im ganzen Leben 2,5 bis 3 Gramm Honig bringt. Mhm. Und somit habe ich mir das ausgerechnet, brauchen wir ja 400 oder 500 Bienen in ihrem ganzen Leben, die jeden Tag sammeln, um letztendlich ein Kilo Honig zu kriegen. Ja, es ist eine wahnsinnige Gemeinschaftsleistung. Ach Gott, das muss man. Und wenn man sich überlegt, wie billig der Honig draus im Supermarkt verkauft wird und was das für Arbeit ist. 400 von diesen Mädels, die jeden Tag fliegen. Und die fliegen am Tag bis zu 300 Mal hier und her. Ne? Einfache Strecke kann eine Biene 4 Kilometer fliegen. 4 Kilometer. Das ist Wahnsinn. Heieieiei. Jetzt halt merkt man erst einmal, wie wertvoll und wie wichtig das so ein. Guck mal, die krabbeln jetzt halt oben drüber, dass so ein Honig ist. Ich esse Honig ab sofort. Ganz honest. Ich liebe Honig. Ich liebe die Biene jetzt halt ab sofort. Ruhig ein bisschen. Einfach neu drücken. Genau. Das, was du jetzt kaputt machst, das reparieren. Das ist in einer Stunde wieder weg. Jetzt halt habe ich Honig. Das ist Honig, frischer Honig, der ist ganz warm. Der ist schon richtig warm. Das ist schon einmalig. Leid, ich sag euch. Machen das wie Pascal. Machen Bienen. Also jetzt habe ich aber auch gehört, dass es ja eigentlich viele, viele Bienenarten gibt, bis zu 20.000 verschiedene Bienenarten auf der ganzen Welt. Aber richtige Honigbienenarten bei uns 3-4 bloß, gell? Es ist tatsächlich so, auch die gefährdete Arten, die es gibt, sind diese Wildbienenarten. Die Honigbienenart, das muss man sich wirklich vorstellen, wie bei Hunderassen. Da gibt es unterschiedliche Rassen und es gibt die Imker, die schwören auf ihre Rassebienen. Was wir aber hier heute haben, ist tatsächlich eine Wald- und Wiesebiene. Und die sind so ruhig und brav durch unser Verhalten. So, ich gucke jetzt mal ganz vorsichtig. Ach Gott, ne. Also, sowas von weg. Guck mal. Ganz brav sind die. Okay. Was wir mal sehen, wir haben ganz viel.
Pollen auf dem Rücken ja. haben. Ja. Weil die brauchen die Pollen für die Aufzucht von der Kinder, von der Brut. Hier möchten sie schwärmen. Das ist das Phänomen, was man im Sommer hat, wenn die Bienen abhauen. Die züchten hier in der großen Zelle eine Königin. Okay. Das ist jetzt die Bienenkönigin. Da gehen wir ganz vorsichtig hier. Und das ist eigentlich, wie Pascal mir gesagt hat, eine normale Biene, die wird dann auserwählt und die wird dann gefüttert mit Gelée Royale. Das ist eine Backe von der Biene produziertes Superfood quasi. Und diese Gelée Royale, das ist natürlich auch toll, auch heute, auch für den Menschen, wenn man das zu sich nimmt, weil das so ein Anti-Aging-Produkt eigentlich ist. Ja, so wird es auch genommen. Wir machen einen Essig, das wisst ihr ja, mit Gelée Royale, so wie man grundsätzlich viel Honig auch bei uns im Doktorenhof haben für unsere Essige, weil das aus der Zeit kommt, auch von Hildegard von Bingen. Die hat immer gesagt, der Honig und der Essig zusammen ist eigentlich das Ideale, um viel Kraft in den Körper zu kriegen. Und deswegen sind wir so stolz und so froh, dass wir Honig nehmen dürfen. Und wir kriegen jetzt ab sofort auch den Honig von denen. Genau von denen. Pascal liefert uns Honig. Und dann müssen wir kommen, unbedingt, und Honig holen, Essig und Honig holen. Eisenpelzerwald von Pascal. Ja? Ja, okay. Vielen Dank. So, die Bienen sind wieder drin, die können jetzt halt wieder Honig produzieren für uns und auch für den Doktorenhof. Wir haben ja Essige mit Honig. Und für euch möchte ich mich verabschieden für heute. Ich möchte mich bedanken bei Pascal. Er hat das ganz toll gemacht, hat mir viel erklärt. Ich habe viel Wissen mitgekriegt. Honig ist gesund, Honig macht schön, sieht man an mir. Honig ist uralt und ach, Hildegard von Bingen hat ja immer mit Honig schon zusammengearbeitet. Und Schorsch und seine wildromantische Pfalz grüßt euch aus dem Dahner Felsenland. Kommen in die Pfalz, besuchen uns, kommen in den Doktorenhof, besuchen uns im Doktorenhof. Ich freue mich auf euch. Machen's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, servus.